So, und damit herzlich willkommen zu meinem siebten Part von Mario Kart 8. Es geht direkt weiter, nachdem das Spiel fertig geladen hat. Das ist ja mal wieder typisch. In dem Moment, wo man Aufnahme drückt, lädt das Spiel wieder in die Warteschleife ein. Das ist ja immer wieder herrlich. So, wir starten. Wir machen weiter im Grand Prix. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Gut, das hört sich vielleicht ein bisschen negativ an. Aber so war das natürlich nicht gemeint. Aber wir haben jetzt schon die Hälfte der Cups geschafft. 6 Stück haben wir schon. Nun kommt der 7. Natürlich habe ich den Rest noch nicht hochgeladen, da mein Internet so langsam ist, dass ich froh bin, wenn jetzt in dem Moment in nächster Zeit bald mal der zweite Part hochgeladen ist. Also es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ihr diesen Part seht. Und wenn ihr dann den seht, ist bestimmt schon eine Woche rum, seit ich den aufgenommen habe oder so. Könnte ich mir echt vorstellen, weil ich ja auch gleichzeitig nur Super Mario Bros. Wii mache. Und da auch gleichzeitig mehrere Parts schon mal aufnehmen, um sie dann nach und nach hochladen zu können. Ja. Das ist einfach zwischendurch nervig. Da kann man auch nichts großartig dran ändern. So, wir nehmen die Schwammreifen. Die gefallen mir irgendwie gerade. Dazu. Was nehmen wir denn dazu? Keine Ahnung. Fichtenbock passt einfach nicht. Yoshi braucht eigentlich das Yoshi-Bike. So, und dann kriegt er noch... Was kriegt denn Yoshi für einen? Wen hatten wir denn noch nicht? Hatten wir schon den MKTV? Ich glaube nicht. Also nehmen wir mal den. So, und dann geht's weiter mit dem Panzercup. Ich glaube, da habe ich gerade, wenn ich es richtig gesehen habe, auch nur 2 von 3 Sternen, oder? Aber ich glaube, ich bin gerade auf normal 150 gegangen. Kann das sein? Da muss ich gleich nämlich nochmal raus und neu starten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich auf gespiegelt gegangen bin oder auf den normalen 150er Hubraum. Darauf habe ich jetzt echt nicht geachtet. Ich habe nämlich die stumpfe Vermutung. Nee, ist richtig. Okay. Ich dachte gerade, okay, vielleicht habe ich doch den normalen 150er ausgesucht. Da habe ich jetzt gerade echt nicht drauf geachtet. Ich dachte, ich kann den vielleicht von der Seite aus treffen oder so. So. Ah, komm schon. Ah, sehr gut. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich immer in einer bestimmten Reihenfolge die Parts hochlade. Das heißt immer ein Part Mario Kart und dann kommt wieder ein Part New Super Mario Bros. Wii. Somit habe ich diese beiden Projekte erstmal dann ganz gut am Laufen und das ist dann auch erstmal nicht zu viel. Ich denke mal, sobald ich die 12 Parts hochgeladen habe... Oh Mann, das war lame. Sobald es mir die 12 Parts von dem 150er Hubraum hochgeladen sind von Mario Kart, kann man vielleicht ein drittes Projekt dazu kommen. Aber es ist halt auch, also spätestens sowieso, wenn ich besseres Internet habe, dann kommen auf jeden Fall sowieso mehrere Projekte. Aber es ist halt wirklich sehr nervig, wenn ich jetzt schon versuche, 2 Videos gleichzeitig hochzuladen, die brauchen einen kompletten Tag. Also die laden seit gestern und das ist immer noch nicht ganz fertig und das ist seit gestern Nachmittag. Und das ist echt heftig. Okay, jetzt über die Nacht haben sie nicht geladen, da hatte ich den PC jetzt aus, aber trotzdem, ja komm. Und wo ist der rote Panzer jetzt hin? Warum wurde der mir angezeigt, wenn ich nicht davon betroffen bin? Verstehe ich nicht. Okay. Und deswegen ist es halt jetzt am Anfang noch ein bisschen blöd, aber ich denke mal so ab. Spätestens Mitte, Ende Mai sollte es besser sein. Gut, es dauert natürlich auch eine Weile, bis dann das neue Internet freigeschaltet ist und so. Und die Leitungen. Ha! Erster. Aber ich denke mal, das sollte dann eigentlich kein großes Problem darstellen. Da haben wir auch schon wieder das erste Rennen geschafft. Aber es macht mir auf jeden Fall echt Laune, die Projekte hier. Das ganze Let's Play. Ich bin echt gespannt drauf, wie viele... Also beziehungsweise wie lange es braucht, bis ich einige Abonnenten habe. da kann ich auch mal gleich zum Dank kommen. Nämlich an den YouTuber Sirkai, den kennt ihr vielleicht auch,
macht selber Nintendo Let's Plays. Komm schon. Kann ich das jetzt nicht treffen? Kann ich den jetzt nicht treffen? Und ja. Er hat mir ein paar Tipps gegeben, auch was Elgato und so betrifft. Damit ich mit der Capture Card besser klarkomme. Okay, eigentlich wollte ich tot treffen, aber gut, wenn Donkey Kong dafür das abkriegt, ist auch in Ordnung. Ja, klar, komm. Bewirf mich doch einfach mit, was weiß ich, 100.000 roten Panzern. Und ja, er hat mir ein paar Tipps gegeben und ich sag mal, dank ihm habe ich eigentlich auch erst so den richtigen, na, Mut ist jetzt der falsche Begriff, aber gesagt, komm, jetzt machst du es einfach mal. Ich habe jetzt gesehen, cool. Weißt du, er hat auch einfach gesagt, er macht das mal Spaß, weil es ihm gefällt. Und das ist die Hauptsache und da habe ich mir gedacht, komm, das kannst du auch. Und ja. Ja, jetzt schreiben wir zwischendurch mal uns gegenseitig ein paar Tipps geben. Und ja, schaut gerne mal bei ihm vorbei. Ich werde auf jeden Fall mal einen Link zu seinem Kanal in die Kommentare packen. Falls ihr ihn noch nicht kennt. Und ja, dann freut er sich bestimmt auch, wenn er nochmal ein paar neue Abonnenten erhält. So, dritte Runde und damit habe ich das jetzt auch geschafft. Bin ein weiteres Mal Erster geworden. Sehr gut. Läuft doch bisher eigentlich ganz gut. Gefällt mir doch. Ich bin echt die ganze Zeit am Überlegen, was ich noch als zusätzliches Projekt nehmen kann. Auf einer anderen Konsole. Ob es jetzt Xbox ist oder PlayStation. Ich bin echt noch total im Zweifeln. Weil ich nicht weiß, was soll ich nehmen. Da muss ich mir echt noch irgendwas einfallen lassen. Auf jeden Fall kommt ja noch ein weiteres Nintendo-Projekt. Weil ich immer finde, Mario Kart ist zwar, klar ist es ein richtiges Projekt, aber es ist jetzt nicht in dem Sinne, komm, das ist jetzt ein neues Projekt und das ist halt so eine Art Story und die spielst du und dann fertig, sondern es ist halt, das kann auch zwischendurch mal kommen. Mal abgesehen jetzt von den Hobbys, die man fahren kann, oder halt dann auch online. Ist es halt immer, ja, du kannst es auch zwischendurch mal machen für News oder wie auch immer. Und deswegen muss da einfach noch was anderes her. Wenn ich jetzt so Yoshi so auf meinem Bike sehe, habe ich doch wieder Lust auf Yoshi Woolly World. Okay, das das habe ich mich damit echt angesteckt. Ich habe immer Woolly World gesagt. Aber seit ich das schon, seit ich die Parts von Sir Kai geguckt habe. Ja, hätte so gerne. Ja. Habe ich das irgendwie drin, dass ich auch Woolly World sage? Vielleicht ist es ja auch richtig, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hab's nicht so mit englischen Namen. Ich bin jetzt gerade nicht der Beste, was die Sprache Englisch betrifft. Ich war schon immer mehr der Typ, der in Mathe besser war und im Gegensatz zu Sprachen. Ich weiß, das kommt heutzutage eher seltener vor. Und ich sag mal, alles, was das so mit Buchstaben betrifft oder so in Matheaufgaben, bin ich jetzt auch nicht gerade ein Experte drin. Aber es macht mir immer noch mehr Spaß, wie wenn ich jetzt irgendwelche Vokabeln für so eine Englischarbeit lernen muss. Also da bin ich, was Schule betrifft, einfach ein bisschen, ja. Naja, Englisch ist einfach nicht meins. Ich bin eh jetzt keiner, der gerne lernt. Also, okay, das ist auch falsch ausgedrückt. Keiner lernt, jetzt sag ich mal, die meisten werden ungern freiwillig lernen, aber ich sag mal, können es trotzdem. Ich bin halt da so. Ja, es ist für mich so anstrengend. Jetzt nicht, weil ich mich nicht konzentrieren kann oder sonst was, sondern einfach nur, weil ich da keinen Bock drauf habe. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich mich auf nichts konzentrieren kann oder so, sondern es ist einfach nur, weil die meisten Themen heutzutage für mich einfach so uninteressant sind. Und
Das ist für mich einfach so das Problem. Und, okay, abgesehen von Englisch ist einfach grundsätzlich nicht meins. Lernen ist das eine, für mich ist es dann eher, dass ich immer meistens kurz vor der Arbeit lerne. Und das, was mir dann wichtig ist, beziehungsweise was ich meine, das ist wichtig, bleibt mir dann eh im Kopf und der Rest verschwindet halt dann wieder. Aber was halt Sprachen... Ja, Donkey Kong, danke. Echt super von dir. Verdammt. Aber Sprachen betrifft, also halt jetzt Deutsch und Englisch. Was anderes habe ich jetzt so von Sprachen ja nicht. Spanisch ist bei mir noch nicht vorhanden. Weil ich das jetzt nicht weiß, ob man das auf einer Fachhochschule kriegt. Keine Ahnung. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube nur auf dem normalen Gymnasium. Ich habe keine Ahnung. Und wenn doch, dann ja. Dann könnt ihr mir viel Glück wünschen. Wobei, ich sag mal, bei Spanisch habe ich noch mehr Lust drauf, eigentlich auf Englisch. Bei mir ist das Problem, ich komme zwar mit dem aktuellen Kram, sag ich mal jetzt so klar, aber mir fehlen einfach von früher, weil ich viel zu voll war, einfach so viele Grundvokabeln, um gute Sätze zu bilden und so. Und das ist. Ja. Okay, lol, eigentlich hätte ich jetzt fliegen müssen. Auch nicht schlecht. Das ist mir noch nie aufgefallen, ob das jetzt ein Bug war oder so, keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall bin ich, was Schule betrifft, nicht gerade unbedingt ein Musterschüler. Zumindest was Lernen mich betrifft. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie scheiße wird oder so. Ah. Da bin ich immer eher der total ruhigere und zurückhaltendere. Was ja wiederum unbedingt immer das Beste ist, aber ich sag mal, wenn ich gut. Na, ich glaube. Also ich melde mich schon, so ist es nicht. Aber bei vielen Lehrern wird es schon eher als positiv angesehen, wenn du so eine Tratschtante bist, sag ich mal, auch als männliche Version jetzt mal und sehr, sehr viel redest, weil das ist halt natürlich der Vorteil, wenn solche Leute, die sehr gerne sehr viel reden, dann mal was Richtiges reden und sich dann mal konzentrieren, dann kommt da halt mündlich sehr viel bei rüber. Aber ich weiß nicht. Also, zusammen mit Leuten arbeiten ist nicht das Problem. Ich mag Gruppenarbeit total gerne und so ist es nicht. Aber normal mündlich sich melden, da bin ich ein bisschen faul. Aber gut, ich glaube mal, das ist auch so eine Phase, das habe ich mal mehr, mal weniger. Ich glaube, das hat jeder Schüler. Alles klar, das war ein sehr schneller Part irgendwie, da ich jetzt sehr viel geredet habe. Wir haben alle 3 Sterne, super. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich hatte nur 2 davor, oder? Schauen wir nochmal kurz nach. Jetzt habe ich auf jeden Fall alle 3. Ich weiß nicht, ob ich da nur 2 hatte oder nicht. Okay, ich bezweifle es, aber wenn ich sogar mit 200er Hubraum da alle 3 Sterne hatte, dann werde ich hier wahrscheinlich auch schon einen Dreck gehabt haben. Ich habe keine Ahnung. Werde ich mir nochmal ansehen im Video. Ist auch egal. Okay, wenn euch das Video dann gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, Daumen nach oben. Und wäre schön, wenn ihr mich auch dann abonnieren würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.